Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Gold Rush. Wuhu, endlich. Das Spiel ist seit kurzem oder auf längerer Zeit schon raus und ich habe noch ein bisschen gewartet auf ein paar Patches, falls sich da noch was ändert oder so. Und ich finde natürlich cool, dass die altbekannten drei Jungs hier drauf sind, also richtig cool. Und dann würde ich sagen, los geht's, wir spielen eine neue Saison und lasst uns die dicke Kohle machen, würde ich behaupten. Ich hoffe, dass wir die dicke Kohle machen, weil sonst bringt es ja nichts, ne? Die Größe eines Standard-Goldbarren beträgt 7 Zoll. Zu 3. Okay, 5 Achtel Zoll. Zu 1, 3 Viertel Zoll. Das hörte sich an wie eine Handbremse, ne? Ach so, hier ist das, wie wir da hinkommen, oder was? Ja, das sind die Orte. Okay, ja gut. Meine Güte. Erstmal nicht so wichtig. So, gespielt wird natürlich in den höchsten Grafikeinstellungen. Und was ich sagen muss, es sieht ja wohl immer noch fantastisch aus. Nicht nur die Erstversion, sondern auch diese hier. Sieht ja wirklich tatsächlich gut aus. So, anmachen war, glaube ich, nicht E. Sondern X. Das hört sich gut an. Die Differentialsperre können wir mit Q steuern. Okay. So, einmal ganz kurz auf die Map schauen. Wir sind jetzt gerade aktuell. Wo sind wir? Gerade aktuell sind wir da. Okay, gut, gefunden. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fahren wir mal zur. Ich würde sagen, hier zur Old Arnold Parzelle, oder? Ja, das heißt, wir fahren jetzt hier die nächste Straße links und dann eigentlich immer nur geradeaus Factory. Genau, so. Ich würde sagen, das passt erstmal. Dann schauen wir uns erstmal um und gucken mal nach, was uns so erwarten kann. Ich muss gucken, ob das hier jetzt eine Straße ist. Ja, ich denke mal schon. Würde mich wundern, wenn nicht. Ah, cool. Es sitzt jetzt auch einer drinne. Das ist natürlich sehr nice. Oh, 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 oh. Hoppala. Ist natürlich cool, dass jetzt alle Gebiete frei befahrbar sind, weil vorher hatten wir das ja definitiv nicht. Okay, jetzt sind wir hier. Ja, es gibt Ladebereiche. Das finde ich eigentlich nicht schlimm, wenn sie nicht so auffallen würden. Oh. Gut, die Steuerung ist noch arg gewöhnungsbedürftig. Aber ich muss sagen, sonst ist eigentlich okay. Ist halt ein bisschen holprig, das Ganze hier. So, den Weg kenne ich noch. Den sind wir immer gefahren in der Preview-Version. Aha. Okay, die ist anscheinend noch zu. Die ist auch zu kaufen oder zu mieten, so wie es aussieht. Interessant. Okay, gut. Hier. Nein, wie geil ist das denn, Leute? Das ist schon nicht schlecht gemacht. Gut, dann fahren wir nochmal einen Schritt zurück hier. Und gehen mal ganz kurz auf DigTube. Orte müssen wir jetzt gerade nicht gucken.
Wassertransportmaschinen. Das Tablet. Okay, das schaltet Sachen auf. Wie Transport, Bank und so weiter. Okay. Okay, es gibt eine Bank. Ja gut, wir fahren mal zurück in die Stadt und gucken mal genau nach, was uns da so erwartet. Wir schauen uns jetzt erstmal in dieser ersten Folge ein wenig um, würde ich behaupten, weil es gibt ja hier tatsächlich in diesem Spiel sehr viel zu entdecken. Und bevor wir jetzt hier irgendwas verpassen sollten, werden wir uns natürlich ein bisschen genauer umschauen. Hier ist nochmal so ein Ladebildschirm, der mich ein bisschen nervt. Muss ich zugeben. Wow, das war knapp. So, hier geht's jetzt da hinten wieder geradeaus Richtung Stadt. Ja, sehr gut. Krasses Driftverhalten auf jeden Fall, die Karre. Hier ist ein Mining Store. Hier fahre ich mal kurz rückwärts rein. So. Ah, okay, hier kriegen wir. Wow. Okay, hier kriegen wir wirklich einiges. Batterien. Waschdüsen, Eimer. Waschanlage. Wow. Das Ganze kostet echt viel Geld, ne? Wenn man das so sieht. Was ist das? Achso, das ist einfach ein Träger. Achso. Gut, Taschenlampen. Eine Goldwaschpfanne. Das brauchen wir dann auch alles. 15 Dollar kostet der ganze Spaß. Gut, weiß ich schon mal Bescheid, dass wir das hier auf jeden Fall kriegen. So, einsteigen ist angesagt. Das ist hier, das ist die Bank. Maschinenpark, Schmied, Tankstelle. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal zur, ja, zur Bank rüber. Hier vorne links ist die Polizei. Hier ist ein Dinner. Auch sehr schön. Hier vorne ist die Bank. Gehen wir mal kurz hier schauen. Hier können wir die Parzellen kaufen. Und zwar die Old Arnold Parzelle. Das war die, die wir gerade eben hatten. Ist die günstigste mit 25.000 Dollar. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir unseren Kredit vielleicht ein wenig erhöhen auf 106 Dollar. Wir können nur 5.000 Dollar Kredit nehmen. Maximal. Preis pro Quadratfuß 10%. Okay. Miete. Wir können das Ganze auch mieten, sehe ich gerade. Gemietet. Was kostet das denn? Ach da. Provision bei Miete 0,02%. Okay, gut. Gut, dann gehen wir einmal raus. Die Parzelle haben wir jetzt gemietet. Was natürlich nicht verkehrt ist. Das bedeutet, wir brauchen jetzt. Also die Parzelle haben wir jetzt erstmal gemietet. Das ist wiederum gut. Jetzt müssen wir zum Maschinenpark fahren und uns ein paar Maschinen besorgen. Und zwar bin ich gerade am Überlegen, was wir genau brauchen. Ne? Hauptstraße runter, dann das erste Haus hier.
Hier geht's rein. Hier ist die Polizei und... Ah, okay, hier ist der Maschinenpark. Sehr gut. Ah, okay. Ich denke mal, wir können den ganzen Kram auch mieten. Einen Moment. Was ist das? Transport. Wir können es nicht mieten. Nein, die Maschinen können wir nur kaufen. Okay, gut. Ist natürlich hart, weil so viel Geld haben wir natürlich vorne und hinten nicht. Wir bräuchten nämlich ihn hier. Einen. Und der kostet immer $74.000. Das ist viel. Mir würde auch ein kleiner Bagger reichen, aber ich sehe keinen, ne? Wenn ich das jetzt mal so sehe, ist hier kein kleinerer Bagger. 498.000 kostet der Spaß. Doch, hier ist ein kleiner Bagger. 28.000 kostet er. Ich füge ihn einfach mal hinzu. Provisorisch. Weil kaufen dürften wir den jetzt eigentlich nicht können, ne? Du hast zu wenig Geld. Ich wollte nämlich gerade sagen, das würde mich nämlich wundern, wenn das funktionieren würde. Okay, gut. Okay, gut. Also, das fehlt jetzt gerade. Ich meine, dank dem Kuba habe ich auch die Cheats bekommen, um Geld zu cheaten und so. Aber, das will ich nicht. Wisst ihr, das ist... Ich habe noch nie gecheatet. Warum auch? So, dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt nochmal zur Parzelle und gucken uns die mal genau an. Weil, ja, wie soll ich sagen? Weil letztendlich müssen wir uns ja ein bisschen mal den Überblick von allem schaffen. Sonst verlieren wir den bald und dann hat sich der... Fahre ich jetzt richtig? Nee, ich muss hier irgendwo rechts. Hier. Ja, sonst wissen wir eh nicht, was wir alles brauchen und benötigen und dann haben wir den Salat. Von daher fahren wir mal gemütlich hier lang. So, mit kurzer Drift-Einlage. Entschuldigung. Ist ein bisschen holprig der Weg, aber hey, macht nichts. Falls ihr natürlich Tipps, Tricks habt oder so, schreibt sie mir ruhig in die Comments. Dafür sind die Kommentare ja letztendlich da. Ist wirklich ein bisschen holprig hier, hä? Das wäre ein schönes Thumbnail, oder? Kriege ich das hier hin? Tatsächlich, hat funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, jetzt ist sie nämlich offen. Dann gehen wir doch mal schauen, was wir hier alles so Schönes gemietet haben. Halt. So, also das haben wir alles mitgemietet, als das, was halt hier noch rumlag. Ein paar Dosen, ein paar Schlafsäcke, Abstelltische, kleiner Lagerplatz, Übernachtungsmöglichkeiten. Hier natürlich, um Wasser anzupumpen, Wasser. Das ist natürlich sehr gut. Was haben wir noch? Was haben wir denn hier noch? Ein kleines Wohnmobil. Da gehen wir mal ganz gemütlich hin, würde ich sagen. Können wir da auch was drin machen? Wir können schlafen gehen, okay. Okay, und hier haben wir unseren kleinen Buddelplatz, in dem wir uns so ein bisschen austoben können. Hier ist das abgesteckte Gebiet. Ich denke mal, da wird auch viel zu finden sein.
Was ja auch nicht unwichtig ist, ne? Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.